Hiho und willkommen zurück bei lieben Rollenspiel, Strategiespiel und Zwergenfreunde zu Spellforce, Breath of Winter. Ja. Ja, wir sind noch ein kleines bisschen hier am Grinden, bis wir Level 13 erreicht haben. Dann werden Hier, wir hier die sofort. Gräber zerlegen. Für die Freiheit. Die drei, die ich da oben habe, noch stehen lassen. Runenkrieger zu mir. Mugwa groß, Mugwa weise, Aufmerksam. Mugwa machen Bäuche voll. Wir Mugwa dienen! Großer Ja. Auf meinen Befehl. Schnell. Die Mugwa-Trolle, die sind Kämpft, auch Männer. immer noch hier unterwegs. Verstärkt die Deckung! Auf mein Kommando. Geht so in Gefahr! Zur Ehre Aonias! Und ja, ich gebe zu, ich habe mir seit dem letzten Mal ein bisschen da Sie sind ein bisschen überall nach für die Heavenly Knights Freiheit! für Breath of Winter gesehen, wo man am besten ein bisschen leveln kann. Und schließt die Reihen! Folgt mir! Zur Ehre Aonias! Und ja, Geht so in Gefahr! Der Bereich hier ist eine der Ideen gewesen. Auf mein Zeichen! Sofort! Zum Angriff! Zu euren Diensten! Schickt sie zum Seelenfluss! Die Rune zum Befehl! Es gibt aber noch ja, Ethirga nach einem anderen Bereich. Zur Ehre Aonias! Die wir uns dann später mal anschauen, antun sollten. Ah, fein! Schlagt sie zurück! Oh, eine Knochenwache. Schließt die Reihen! Vorsicht, Gegner! Geht so in Gefahr! Feindlicher feindlicher Angriff! Vorwärts, Krieger! Ja, die Skelettwache, die kennt sind ihr überall! Halten, Männer! Sie sind überall! Kommt Schließ her. Die Reihen! Das wollte ich nicht. Schlagt sie zurück! Kommt her. Schließ die Reihen! Drohnenkrieger zu mir! Feindlicher Angriff! Feindlicher Angriff! Oh, da respawnt schon wieder Zeug. Sie sind überall! Kommt her! Vorsicht, Gegner! Schließt die Reihen! Haltet durch, Männer! Geht so in Gefahr! Verstärkt die Deckung! Kommt, Erfahrungspunkte, kommt ein bisschen Versuch's rein. Nur. Sie sind überall! Schließt die Reihen! Wir werden angegriffen! Das bereust du! Haltet durch, Schlag Männer! Sie zurück! Schließt die Reihen! Sie sind überall! Ich doch! Schließt die Reihen! Haltet durch, Männer! Wir werden angegriffen! Geht so in Gefahr! Schlagt sie zurück! Ja, was sagt Verstärkt die Deckung! Hat mich doch! Der sagt, dass ich kurz vor Level up stehe. Sie sind überall! Das bereust du! Oh, da ist das Level up. Okay. Verstärkt die Deckung! Die Linien müssen halten! Schließt die Reihen! Dann können wir jetzt hier. Geht so in Gefahr! Zu Befehl! Unverzüglich. Vorwärts! Krieger! Gehen. Wir werden angegriffen! Feindlicher Angriff! Schlagt sie zurück! Weil viel mehr wird hier nicht zu holen sein. Aber ja, Level 13 ist. Schon mal gut. Dann haltet die Rune befiehlt. Zur Ehre Aonirs! Feindlicher Angriff! Zu euren Diensten. Für das Licht! So. Ja, wir kriegen jetzt fast keine Erfahrungspunkte mehr hier. Wenn ich weiße Magie, habe ich da was? Oh, ich könnte. Stand halten, Männer! Den hier mal reinnehmen und den hier entfernen. Runenkrieger zu mir! Ich könnte jetzt sogar Wölfe beschwören.
Oh, ich habe Erfahrungspunkte erhalten, dadurch, dass ich hier als... Wir werden angegriffen. Praktisch. Auf mein Kommando. Mir so. Nach. Die sind alle tot. Vorwärts. Vorwärts. So, aber bevor wir jetzt ins Wintertal gehen, zwei Sachen, die ich gucken muss. Nämlich erstens, das ist ja gleich hier. Gibt es ja den Rudenhändler, der Zwergrut verkauft. Ah, Zauberhaucher, Aura der Heilung. Da nehmen wir die mal mit rein. Und zwar ja, können wir erstmal hier die Arbeiterrunden, die wir eh nicht mehr brauchen, wieder verkaufen. Mal kurz gucken, was die nächste Zwergenrunde, weil in Fastholm werden wir eine brauchen. Oh, da hinten ist eine Kiste. Oh, die habe ich auch gar nicht gesehen gehabt bis jetzt. Weiß nicht mal, ob ich die überhaupt hier gesehen habe. Okay, also weiße Magie lassen wir mal. Oh, wir haben den neuen. Skill gekriegt. Statthaftigkeit. So. Ja, ein Wolf beschwört, der mich unterstützt. Kostet aber 34 Mana halt. Donnerschild scheint zum Glück nicht teurer zu werden. Dafür Heilung. Zone der Heilung kann ich nicht sagen. Ja. Gut, bevor wir nach Wintertal weiterziehen. Ja. Reisen wir noch mal kurz zurück in die Elfenstadt. Guck bei dem Händler hier. Ja, der hat die Runen. Ah, ich glaube nicht, dass wir Stufe 17 erreichen werden im Wintertal. Oder durchs Leveln. Werden wir mal dann schauen. Aber die da können wir vielleicht auch nicht unbedingt bei ihm verkaufen. Das ist nämlich auch noch so ein Trick, den ich gelernt habe, da wir ja scheinbar ein bisschen mehr Gold brauchen werden. Sollten wir einen speziellen Händler aufsuchen, den suchen wir aber jetzt nicht auf. Sondern ich will mal kurz Tiergarnach verlassen und euch zeigen, was ich nach dem Wintertal geplant habe, bevor wir nach Fastholm gehen. Windholm ist die andere Zwergenstadt, die wir in Order of Dornia kennengelernt haben. Also erstmal will ich nochmal mit Leda reden, um zu gucken, ob sie uns nicht doch begleiten möchte. Oder ob sie lieber erstmal hier in Fastholm bleibt. In Tiergarnach bleibt. Die Skelette da, die knöpfe ich mir dann auch erst später vor. Hole den Feuerbann von den Zwergen. Ich bleibe hier, die Leute brauchen mich. Okay, sie begleitet uns also nicht. Habt ihr den Feuerbann erringen können? Nein, haben wir doch nicht. Dann statt ihr das zu sagen, gehen wir einfach. Ja. Also da drüben sind Sansa, ist Sansa, die kommen wir doch nicht dran. Die Knochenköpfe hier sind mir noch ein bisschen zu stark, jedenfalls eher in der Mitte. Und ja, der Maskierte, der traut sich nicht an die Elfenstatuen ran. So, was es nämlich hier noch gibt. Irgendwie haben wir das total ignoriert. Ist dieses Tal hier unten.
Also ja, den Skelett schlechter können wir mal kurz abmurksen und mal einen Blick in das Tal werfen. Linien müssen halten. So. Skelett Nackenbeißer. Ja, hier unten ist ein Tal, in dem noch mehr Untote sind. Habe ich den gerade gewone-hittet? Oh ja, viele Untote. Sogar noch Graulinge. Ja, das Tal ignorieren wir aber jetzt erst einmal, weil erstens unsere ganzen Heroes sind hier oben. Zweitens sind die Trolle im Weg. Hey, ein Schneedrachling, Stufe 20. Und drittens will ich jetzt erstmal ein bisschen in der Story weitermachen. Also, mein Plan ist es, Wintertal zu machen. Dort hoffentlich Level 14 zu erreichen, dass wir uns die bessere Zwergenrolle kaufen können. Gold dafür hätten wir ja genug. Ich will aber noch ein bisschen mehr Gold. Ja, und dann gehen wir mal in das Tal da unten. Da scheint man auch gut leveln zu können. Versuchen vielleicht da noch ein Level zu holen, bevor wir dann uns weiter auf dem Weg nach Fastholm machen. Bei Fastholm sollte, soweit ich weiß, gleich nach Wintertal befinden. Ja, und irgendwann müssen wir Flink McWinter doch da auf seine Problemding holen. So. Dann ab ins Wintertal. So, Eis und Feuer. Befreit das Wintertal vor den Geistern. Geisteralter Schlachten sind aus ihren Gräbern gestiegen und haben die Wächter im Wintertal angegriffen. Zerstört die Gruften der Geister und befreit das Tal von diesem Schrecken. Ihr müsst das Wintertal durchqueren, um zum Portal nach Fastholm zu gelangen. Mhm. So, dafür gibt es hier oben erstmal ein Heldenmonument. Für uns. Und ja, ich hoffe mal, dass wir auf Stufe 15 auch den nächsten Slot frei haben. Erst einmal. Und Skelett-Gedankenzerstörer. Also erstmal unsere Helden widerrufen. Dieses Mal haben wir ja leider keine Unterstützung mehr von Eiselfen. Das heißt, wir sind jetzt wie in Order of Dawn eigentlich die meiste Zeit auf uns allein gestellt. Also auf unsere Runenmächte. Und unsere Runenmächte. Gucken wir mal, was haben wir für die Zwerge eigentlich alles schon. Kleines mittleres Haupthaus. Und ja, das ist das eine Schöne an der Ari-Kampagne, also an der Breath of Winter-Kampagne. Es wird viel gezwergt. Ja, und los! Also, das weiß ich noch. Wintertal und Fastholm haben wir beides mal Zugriff auf Zwergenmonumente. Linien müssen halten! Ja. Kämpft, Männer! So, das Grab machen wir allerdings mal kaputt. Haben wir eigentlich was Neues für uns, was wir so tragen könnten? Also ja, wir haben das Ding, aber da ist mir der Nachtfang lieber. Oh, stimmt, wir hätten ja die zwergischen Knochenbrecher. Der ist ja doch besser, auch wenn er ein Tick langsamer ist. Macht er doch gut Schaden. Rüstungsmäßig haben wir nichts besser. Also ja, wir könnten 5 mehr Rüstung, aber wir sind die Ausdauer, die Weisheit und das Charisma da gerade lieber. Hosenmäßig.
Ach, ungravierte Beinplatten, die wären dann doch ein bisschen besser. Ja. Und ringmäßig können wir auch gerade nichts Besseres tragen. Gut. Oh, Kopfschutz. Kappe der scheußlichen Träume könnten wir aufsetzen. Ja, von mir aus. Ja, vorwärts. Oh, da spawnen Gegner an dem Punkt. Das ist ein Hinterhalt. Schlagt sie zurück! Linien müssen halten!